made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 3 Abenteuer Bowser featuring Crush 4589. Im letzten Part hatten wir eine kleine Flipper-Partie und mussten dabei gewaltig große Piranha-Pflanzen bezwingen. Das wäre jetzt geschafft. Und nun gibt es ein weiteres Gebiet zu erkunden. Doch ich fürchte, uns steht jetzt, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ein Bosskampf bevor. Ja, allerdings. Das bedeutet hier erstmal einen Ultrasirup verschlucken. Alle wieder fit, topfit machen. Und dann den Raum betreten. Also los. Da sind sie. Krankfried und Metaboss mit der Prinzessin und dem Finsterstern. Ich habe verfolgt, Leute. Bitte, Finsterstern, erwacht aus seinem Schlaf. Jungartiges Baby. Hm? Meister Krankfried. Ich hasse das Timing. Störende Schimpfrede machen Krankfried krank. Du bist sowieso krank, also du bist sowieso krank im Kopf, also was für ein Unterschied willst du noch machen? Ich störe also, ja. Da bin ich ja zufrieden. Wie sieht's aus? Holt der Prinzessin Finsterstern freiwillig aus? Meister Krankfried, ich kümmere mich darum. Schon wieder du? Du gibst ja nie auf. Na gut, zum Aufwärmen vor Abkampf müsstest du reichen. Ich habe Beunruhigung. Wasser taucht immer wieder auf wie ein allergischer Tiefseetaucher. Deshalb werde ich kämpfen, um dir zu helfen. Zumindest will ich gern. Aber du schaffst es auch ohne Krankfried. Etwas mit mehr Kraft kann sich ja nicht schaden. Oh, weia. Metaboss wurde in einen dreifachen Super Saiyajin verwandelt. Ich weiß, das hat auch ein anderer großer Nintendo-Let's Player gesagt, aber so sieht's so aus. Ein Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin mit Super Saiyajin 3 Mähne. Also Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin im dreifachen Modus sozusagen. Mein heißer Zorn verziehen. Heißer Zorn, mein heißer Attacke. Dein Weg in der Tür. Ja, er wurde jetzt zu einem Eismonster. Normalerweise würde man sagen, dass da Feuer die beste Methode gegen ihn ist, dass er dagegen empfindlich wäre. Ich würde sagen, wir hauen ihn jetzt wieder in eine Kamek-Formation auf den Latz. Also volle Pulle. Und dieses Mal aufpassen, es nicht zu verkacken. Ach. Ich sagte nicht verkacken. Es wird trotzdem excellent, aber ich würde gerne alle Kamiks erwischen. Um möglichst viel Schaden rauszuhauen. Jetzt holt er noch Schneemänner raus. Die werden irgendwas tun. Oh, weia. Verflixt, er holt seine Schneebälle raus und da hat er mich einmal erwischt. Oh! Und da schickt er noch einen Faustschlag hinterher, dieser Spast. Na warte. Die Schneemänner sind mein! So, kümmert euch darum. Mario Brothers. Mit dem Fresskorb. Ich sollte sie auch wirklich mit einem Handschuh ausrüsten, der weniger SP bringt. Also weniger SP-Kosten. Der die SP-Kosten verringert. So. Da hätte ich da eine bessere Chance gegen die ganzen Freunde. So, das wär's. Was? Das reicht nicht, um sie zu killen? Oh doch. Sie schmelzen nur zusammen und erzeugen vierfachen Dampf. Wofür das nochmal genau ist, diese Anzeige, kann ich jetzt nicht sagen. Für irgendwas muss es gut sein. Oh ja, und hier müssen wir jetzt den Bob-Omb treffen. Jawohl. So, da können wir seinen Angriff abwehren und jetzt nochmal die Kamek-Formation raushauen. Volle Pulle. So. Nein! Verflixt. Ich schaffe aber trotzdem, ist mein Excellent, obwohl ich es ziemlich verkackt habe. Ich habe viel zu viel ausgelassen.
Boah, hier das Banner wieder verkackt. Aber gut. Soweit, so gut. Diesmal hat er nur selten mit Schneebällen geworfen. Jawohl. Und diesmal komplett perfekt. Auch schon wieder mit seinen Schneebällen. So. Ach, zu früh. Oh nein, jetzt hat er mich hier umgeschmissen. Jetzt kann ich nichts machen. Ist klar, ja. Nützt mir nichts, jetzt kann ich nicht darauf achten, wo der Bomb-Bomb ist. Der zertrampelt mich damit jetzt. Ich meine, warum eigentlich hat er einen Bomb-Bomb in seinem Schneeball, wenn er eh nicht explodieren wird? Shit. Ist ja Spast. Na schön. Ich muss eine Ultrakeule zu mir nehmen. Nom. So. Jetzt erschafft er noch mehr Schneemänner. Und schon wieder die Schneeballattacke. Nein! Nein! Ja Gott! Ist das unfair, dass er mich gleich immer umschmeißt? Ah, ich sollte mitsehen, wann er genau attackiert. Heilige Scheiße. So, nochmal Fresskorb, um diese Schneemänner zu töten. Denn hätte ich jetzt 8 Dampfaktionen. Hätte ich jetzt 8 solche Dampfanheiten. Oder. Ja. Dampf kann man es ja bezeichnen. So. Leider eine Süßigkeit verpasst, aber das macht nichts, es wird trotzdem ein. Exzellent! Oh ja. Sogar noch stärker als vorher, komischerweise. 8 Dampfeinheiten, die werden ja für irgendwas gut sein. Aber für was weiß ich eigentlich nicht. Oh doch, jetzt weiß ich's. Damit schickt man auf seine Krone ein. Damit sorgt man dafür, dass seine Krone verstopft wird irgendwie. Oh Mann. Jetzt haut er nochmal alles raus. Jetzt greift er öfters mit den Angriff an. So, jetzt aber konnte ich ihn abwehren. Aber das bedeutet, dass er auch schon kurz vorm Verrecken steht. Nicht mehr viel. Und dann ist er down. Jawoll. Volle Pulle. Oh Mann. Ach shit, ey. Na toll, jetzt bin ich auch noch erkältet, eh. Ha, aber der Konterangriff hat ihn erledigt. Ich glaub's nicht. Ja, Wolski. 1200 Münzen. Und Level 29. Es geht voran, Leute. Die KP hat immer so gute Zahlen. Genauso wie die Angriffskraft. Verteidigung ebenfalls. Speed. Ja, okay. Und jetzt mal ein bisschen den Speed erhöhen. Ich bin geschlagen, aber Grafwitz schaffst du nicht. Er wird dich besiegen. Und da hat er sich selbst eingeeist. Und das war's. Vielleicht lernst du es jetzt mal. Die Prinzessin ist endlich frei. Aber auch der Finsterstern. Oh oh. Und er scheint erwacht zu sein. Er ist erwacht! Scheiße. Er hat endlich Wahrheit. Darauf hatte ich gewartet. Sorry, die macht das Finsterstands ab. Aber das ist wohl zu viel. Was? Und der Weg ist versperrt. Scheiße. Ich habe Finsternis!
diese Finsternis, die finstere Programm bewahrt sich auf ihren extraquantes Monument des Bösen. Mit der werde ich die Welt beherrschen! Oh weia, er verwandelt sich bereits. Die Welt, ja? Sie soll wohl, das wohl wird sein, die Welt gehört mir, ja. Und er ist weg. Du hast gezahlt. Nee, der ist geflohen. Mach das wird zerstört, ganz wohl alles meins. Bowser? Ich würde... Ja. Ich würde mal... Augen aufmachen und auf all dem den Mund... Bevor das passiert. Nicht runterschlucken! Oh weia. Der Finsterstern ist jetzt in seinem Körper. Was? Was ist los? Du scheinst gerade etwas für Schutz zu haben. Der Finsterstern. Ich habe ihn verschluckt. Wirklich? Mein Brust brennt. So ist es besser. Aber was jetzt? Ich will zerstören es in meinem Körper. Oh, ist so viel Eis. Wir müssen uns den Fensterstein schnappen. Wenn hier ein Basis Körper bleibt, dann wird es kein gutes Ende nehmen. Los, auf geht's! Ja, aber schnell! Doch zuerst gucke ich mich beim... Ja, lol, beim Todmarkt um. Die Brüder sind ja fit, ne? Nur Bowser heißt ein bisschen angeschlagen. Nee, die Brüder sind auch nicht ganz topfit. Ja, ich bin mal so frei und nehme halt ein paar Münzen, um halt jetzt nochmal die SP komplett aufzuhöhlen, ohne Items zu verbraten. Ich muss ja jetzt noch mein Geld sparen. Mir fehlen noch ein paar tausend Münzen, bis dass ich dann endlich mir die neuen Hosen kaufen kann. So, und jetzt schnell zur Luftkammer. Und... Boah, ja, da ist bereits kalt. Nur Mario scheint es irgendwie nichts auszumachen. Ah, es ist kalt! Das Einatmen, das heißt, wenn es eine Pause ist, eine Körpertemperatur abgesenkt. Das Wasser ist gefroren? Aha! Es könnte auf dieser Plattform laufen, ohne dass sie absinkt. Ja, zuvor konnte man dann nämlich auf dieser Plattform nicht stehen bleiben, denn sie sinkt jedes Mal ab, sofern man versucht drauf zu stehen. Aber jetzt, weil Mario und Luigi zu schwer für die Fontäne waren, die Plattform bislang nach oben gedrückt hat. Aber jetzt, da das Wasser gefroren ist, ist es natürlich fester und dadurch kann jetzt die Plattform nicht mehr abgesunken werden, wenn man draufsteigt. Da ist der Befehl auch andere Dinge entfremd. Mal sehen, was kommt. Hey, du ziehst das ja wie Eismüll ab. So kalt ist es jetzt auch wieder nicht. Reiß dich zusammen. Entschuldigung ist alles. Wenn du nicht dauernd an Kette denkst, ist der Abort nicht mehr kalt. Na also. Es ist nicht kalt! Es ist nicht kalt! Es... Komm schon, Luigi, reiß zusammen. Oh mein Gott. Ja, ja. Tja, der Finsterstern ist ein Bowsers Körper und den gilt es jetzt in diesem neuen Gebiet der Luftkammer zu finden. Und wie gewaltig groß die ist. Und natürlich wimpelt es ja auch hier wieder mit nur so von neuen Gegnern. Das wird, glaube ich, das letzte große Gebiet in Bowsers Körper sein. So. Dabei können wir die Röhre betreten, welche uns wieder zurückbefördert. What the hell? Okay. Dann lieber nicht. Dann gehen wir hier weiter. Und treffen... Oh nein. Auf den nächsten neuen Gegner. Gegen den wir ganz schön gefailt haben. Jetzt mal Schluss mit dir. Der hätte es dann aufgehört, uns
anzugreifen, wenn wir den Korken geschlagen hätten. Weil dann wäre er nicht so aufgeblasen. Das ist ein Finster-Chip-Chip gewesen. Was zum... Ach, Mann. Ja, komm her. Komm her zu mir. Nicht zu Mario, nicht zu Mario. Nein. Kann nicht wahr sein. Jetzt ist auch nur schwindelig. Mario kommt echt nicht zum Einsatz hier. Nein, geh weg von ihm. Hey, je. Yeah. Gibt's ja nicht. Aber jetzt endlich. Level 32 für Luigi. Gut, was erhöhen wir jetzt am besten? Ne? Ne? Mm-mm. Oh. Ah. Okay. Ja, passt. Ich suche mir immer die besten Zahlen raus von irgendwo. Aber ich kann natürlich auch andere Werte versuchen zu erhöhen. So, aber jetzt bitte... Jetzt muss es mal hinhauen hier. Was passiert, wenn es aufhört? Na, da ist es eigentlich nicht gefroren. Da hätte ich das vielleicht lieber... Da hätte ich vielleicht lieber die Kälte abstellen müssen, weil... Da wäre ich dann nicht auf den Eis gerutscht und hätte dann die Gegner auch umso leichter... Also da hätte ich dann gegen die Gegner selbst einen Präventivschlag hinzufügen können. So, und jetzt möchte der bitte nicht mehr in der Magensäure landen. Die... Ein wieder resettet. Verschwinde. Nein. Hör auf damit. So. Bam. Jetzt ist immer nur einer. Oh ja, davon habe ich gesprochen. Jetzt wird er zu einem einen flachen Finster-Jeep. Kennen wir auch irgendwo. Ja. Die ausgetrockneten flachen Blooper. Vom Kariesstrand, beziehungsweise von dem Ort, den man nur erreichen kann, sofern man den Kariesstrand zum Kariesstrand gelangt. So, jetzt erstmal schauen, ob hier die Luft rein ist. Ja. So, was machen wir damit? Tja, wir können nur Folgendes machen. Wir können es nämlich verschieben, sofern nämlich hier das Eis gefroren. Also sofern hier nämlich der Boden gefroren ist, weil da ist es dann rutschig. Dementsprechend. So, das können wir noch nicht stimulieren, aber... Erst wenn es nicht mehr gefroren ist, dann ist es ja wie Gummi und lässt sich auch formen. So, aber wie kommt man da nach unten? Durch eine Röhre einfach nur. Ups. So. Okay. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir hier in die Röhre ran. Führt ihr uns zu den Item? Finden wir es raus. Ja, zu den Item und zu den Gegner. Och nein. Aber wenigstens ist es kein Präventivschlag für den Gegner. Oh. Der wollte mich wieder austricksen. Kann ja nicht wahr sein. Da will er nochmal attackieren. Oder habe ich wenigstens die Chance auf Revanche? Komm schon, ich will den Excellent mal schaffen. Perfekt, ich wollte den Korken erwischen. Ach. Klappt wieder mal gar nichts. So, jetzt aber. Und jetzt Mario Level 32. Nice. Hm. Nö. Nö. Nein, auch nicht. Was zum... Was? Kein Wert hat gute Zahlen? Ist das jetzt vorbei mit dem Bonus? Shit. Tja gut, dann bekommt Mario etwas mehr Defensive wieder mal. Ah, verflixt. Ich hätte vielleicht noch einen Moment warten müssen. Hätte ich die 3 gekriegt. Shit. Na gut, was soll's. 100 Pilz Deluxe. Oh. Was ist denn das? Hier brennt alles. Ja, hier geht's auch nur weiter.
gut. Hier gibt's Münzen. Wie viele haben wir eigentlich jetzt aktuell? Ach. Es fehlen noch über 3000. Aber das wird schon klar gehen. So. Damit löschen wir das Feuer, aber damit können wir das nicht stimulieren hier. Es muss einen Weg geben, das Feuer zu löschen. Und zwar hiermit. So, so kommt kein Feuer mehr raus. Und... Ups, das wollte ich nicht. Wäre nicht nochmal nötig gewesen. Aber somit können wir auch diesen Punkt hier stimulieren und weiterkommen. Natürlich hätten wir das auch so gekonnt, aber nur so kommen wir hier auch an das Item und können in diese Richtung gehen. Aber was hätte uns dann da erwartet? Naja, sei es drum. Gehen wir jetzt mal hier lang. Oh. So, diesmal nicht. Bam. Go, geh weg, du. Na. Mit dem Angriff können sie sich auch selber killen. Lächerlich. Oh, da brennt's gewaltig. Oh. Mehrere 50er, Alter. Das hat Kohle gebracht. Immer weiter. Wir kriegen garantiert die Kohle zusammen. Und dann begeben wir uns dann kurz vor dem Finale auf der Stelle nochmal zum Todmarkt. Auch vorher muss ich dann mit Bowser auch noch gucken, dass ich die Blockkatzen abgebe. Arg! So viel noch zu tun. Und wieso ist das Feuer wieder an? Das habe ich doch vorhin erst gelöscht. Kapier mal einer, wer will. Egal. An der Stelle können wir speichern. Und an der Stelle werde ich auch jetzt Schluss machen für den Part. Also wie immer, wenn es dir gefallen wurde, bitte ich dir zu bestätigen, Messer einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush vor die Fekitina. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Mario Luigi 3 Abenteuer Bowser. Also auf Wiedersehen. Tschüss, oder? Now you